der Derby-Sieger, hey! Valentin, Glückwunsch. 3-1 gegen Weiche Flensburg. Wie geil war das denn? Ja, sehr, sehr geil. Also wir haben ja in der ersten Halbzeit 2-0 geführt, haben von Beginn an Druck gemacht, wollten unser Spiel aufziehen und das ist uns auch sehr, sehr gut gelungen. Sind 2-0 verdient im Führung gegangen und dann mit den Zuschauern im Rücken macht das Ganze noch mehr Spaß auf dem Freitagabend auf der Lohmühle. Ihr habt jetzt aus den beiden Topspielen im Grunde genommen das Maximum rausgeholt, oder? Ja, auf jeden Fall. 2 Spiele, 6 Punkte. Zu Hause noch weiter ungeschlagen. Kann man gerne weitermachen. Ihr habt jetzt 4 Auswärtsspiele am Stück. Ja. Gibt es jetzt ein bisschen Bilanz aufzubessern? Auf jeden Fall. Wir wissen, wie wir stehen in der Auswärtsbilanz. Sieht nicht ganz so rosig aus, aber daran werden wir weiter tagtäglich dran arbeiten und das Bestmögliche rausholen. Super. Genießt das an den Abend und dann super. Bis nächste Woche. Danke. Ne? Ciao. Ah, vamos! Ey, Mann. Daniel Franziskus, wie geil war das denn? Unbeschreiblich. Also richtig schönes Gefühl hier auf der Lohmühle. 19:30 Freitagabend gegen Weiche Flensburg, 3-1 Sieg. Mehr braucht man gar nicht sagen. Ich habe heute in den Lübecker Nachrichten gelesen, da wurden schon die Minuten gezählt, die du jetzt auf einmal nicht mehr getroffen hast. Das war Wahnsinn, irgendwie, wenn man schon 9 Tore geschossen hat nach, ich weiß nicht, 14 Spielen. Du hast die richtige Antwort gegeben, oder? Ja, ich denke schon. Wie gesagt, ich lese jetzt nicht so viel Zeitung, aber den Artikel, glaube ich, haben mir 5, 6 Leute geschickt, wo ich dann auch gedacht, okay, was die Presse sich da immer rausschreibt. Aber ja, gut. Soll die Presse machen, mir ist das wurscht, weil da haben wir die richtige Antwort gegeben als Mannschaft und das zählt. Ja, ihr seid überragend ins Spiel gekommen, das trägt dann das Spiel wahrscheinlich auch. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben früh das Tor gemacht und so, wir haben auch groß auch nichts anbrennen lassen, auch wenn wir natürlich ein bisschen defensiver dann gestanden haben, aber wir haben nichts anbrennen lassen und Kompliment einfach an die Mannschaft. So, und jetzt geht auswärts auf was. Auf jeden Fall. Genieß den Abend, ja? Dankeschön. Ciao. Danke.